Chiton wird kommen. Er wird unser aller Ende sein. Und so Zeug halt, was halt Chiton halt so macht. So, gehen wir runter. Oder weiter. Siegel des Lokaorien. Portal? Sicher ist sicher. Wir machen aber hier viel Zeug. Könnt ihr das nicht auf dem Jahrmarkt machen? Könnt ihr bestimmt ein bisschen Geld verdienen. Für... man weiß ja nie. Eine unberührte Mahlzeit. Hier unten würde ich nicht unbedingt anrühren. Ich würde die ja eher unberührt lassen, aber gut. Das knurrt mir da zu sehr. Ich gehe mal wieder woanders hin, außerdem habe ich da die Kiste übersehen. Ui, die Kiste war ja prall gefüllt. Wow. Diese war ein bisschen voller, aber naja, gut. Arbeit im Verborgenen. Gentlemen, ich schreibe diesen Bericht, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass nach 10 Jahren des Wartens das Necropolis-Projekt seine endgültige Tiefe erreicht hat und wir endlich bereit sind, mit der 2. Phase zu beginnen. Ich habe Sklaven, Baumaterial und die Runen, die mit Runen versiegelten Kisten angefordert, die zur Baugruppe befördert werden. Ich persönlich hatte die Aufsicht über den Transport eines jeden Gutes und muss Sie über einen unglücklichen Zwischenfall informieren. Ein Wagen verlor ein Rad und eine der Kisten wurde so beschädigt, dass das Siegel brach. Dies führte zu einer undichten Stelle. Der Fahrer bestand darauf zu helfen und trotz meiner bestmöglichen Bemühungen, ihn vom Berühren der Kisten abzuhalten, gelangte etwas vom ausgeflossenen Sekret auf seinen Körper. Ich tötete den armen Narren umgehend. Ein gnädiges Ende verglichen mit dem, was das faulige Sekret ihm angetan hätte. Ich habe den Schaden eingedämmt und dafür gesorgt, dass seine Entschädigung an die Familie des Mannes gezahlt wurde. Außer diesem unglücklichen Zwischenfall gab es keine weiteren Verzögerungen. Die sterblichen Überreste sind sicher am Grund der Necropolis gelagert, bis das Gefängnis vollendet ist. Ich habe die Unterlagen dem alten Architekten vorgelegt, der die Bauleitung innehat. Und obwohl er seinen Unmut bekundete, stellte er sich nicht gegen den kaiserlichen Erlass. Doch in den wenigen Monaten, seit ich hier bin, hat er darauf bestanden, zu überprüfen, worum es geht und was wir mit seinem großen Werk, wie er es immer zu nennt, vorhaben. Ich habe zum Ausdruck gebracht, dass dieses Benehmen wenig weise und unsicher ist. Aber er beharrte darauf. Hemal Listari, von dem wir schon gelesen hat eine Familie, die als Druckmittel herhalten könnte, um ihn zu zwingen, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Unglücklicherweise fürchte ich, dass sein Interesse uns dazu nötigt, drastische Maßnahmen zu ergreifen, bevor das Projekt zu Ende gebracht ist. Vestiaris, kaiserlicher Arkanist. Okay, gehen wir dahin, wo es knurrt. Bestimmt toll. Ich hatte schon bessere Ideen. Hallo. Ein chitonisches Siegel der Bindung. Warum habe ich so wenig Skelette? Und wer ist Paul? So. Okay, die riechen meine Angst, sagen sie. Muss ich schon echt extrem stinken. Das mit den Taken. Hey, Level up. So, schauen wir mal. Hier. Waffe nächste Konstitution. Wir nehmen Konstitution. Und hier nehmen wir. Wollte hier weiter hier reingehen, dann machen wir das auch. Wieso nur 2 Punkte? Was da los? Ich fühle mich verarscht. Gemobbt. Wie auch immer. Das ist nicht gut. Okay. Guten Tag.
Wollt ihr mal eben schnell durch. Haben die bestimmt nichts dagegen. Ein schneller, schmerzloser Tod und so. Nebenbei irgendwelche Kisten öffnen, das kann ich. Das klappt meistens ganz gut. So. Hallo. Nö. Eine opulente Robe. Das wird mich voranbringen. Ich als guter alter Robenträger. Der auch so viel Geist besitzt. So viel Kultisten hier. Haben die keine anderen Hobbys? Also irgendwo in der Ecke auf mich zu warten? Tun ihr so, als wären sie Spinnen. Die machen das auch ständig. Die warten in der Ecke, bis ich halt vorbeikomme. Ja, nicht auf irgendwelche Insekten. Nein, die warten auf mich. Topologisch. So. Okay. The non-believer. Kill it. Kill it with fire. Ja, echt immer auf der Karte gucken, ne? War generell nach dem Spiel eigentlich schon. Sicher ist, wer sicher läuft und so. So, hier Portal. Für schlechte Momente. Und da sind noch mehr von den komischen Tentakeln. Na, das kann lustig werden. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier wirklich weitergehen will. Instinktiv würde ich ja eher sagen, so nee. Aber hier sind Kisten. Da wollte er irgendwas erscheinen lassen, ist instant gestorben, weil... Der Beschwörer starb oder so. Was ist das? Oh, hallo. Gut fürs Talonis. Portal. Portal. So. Sicher, sicher. Oh Gott. Aber can't do that yet. Oh, mehr Heilung. Mehr Heilung. Okay. Ja, ja, ja. Mach mal keinen Stress da. Da greife ich mit die Tatake an. Habt ihr das gesehen? Errungenschaft freigeschaltet, die Welt reinige. Oh. Ich hab nichts gemacht. Noch habe ich nichts zu niemandem gereinigt. So, den haben wir aber gleich. Siehst du wohl. Puh, das letzte Siegel. Endlich stehen wir vor den blutverschmierten Toren des Sieges. Der Lokorian wird bald erweckt werden und damit in ein neues Zeitalter führen. Achso, und uns damit, okay. Ihr seid es, meine treuen Bittsteller, die den Weg zu unserem finalen Sieg geebnet haben. Eure Hingabe und Aufopferung haben uns an die Schwelle getragen und ich denke, wir sollten sie überschreiten.
Unsere Ahnen haben fest entschlossen, diese letzte Kammer zu erbauen. 100 der fähigsten Arkanisten ließen ihr Leben, um die Rune zu verstärken, die das Grab des Lokhorien zusammenhalten. Sie glauben, dass ihr Opfer es wert und die Siege unzerstörbar waren, aber wir haben eine Armee von Tausenden, die mit der Macht des toten Gottes empordrängen. Macht, die niemals eingedämmt werden wird. Mit Freude legte ich das Messer an die Kehle meiner Gläubigsten und fühlte den Strom ihres Blutes entweichen. Blut, das sie in dieser letzten Stunde bereitwillig gaben. Mit der Kraft ihres Blutes zerschmetterte ich das letzte Siegel und begann mit dem Ritual. Bald schon soll der Lokhorian aus seinem ewigen Schlaf erwachen. Die Welt wird einmal mehr von dein Worte, Chetons, erzittern. Lass das Blut nur strömen. Talonis, Chetons Blutfürst. Okay. Dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt hier irgendwie was Tolles haben. Wir haben hier ein Amulett. Hier, Medaille. Gibt halt viel Leben. Ist aber sonst ein bisschen kacke. So, hier nochmal so was. Das ist dasselbe, was wir da haben, ne? Nur ein schlechter. Obwohl, ja gut, da sind einfach kein Dingens drauf. Den Gürtel brauche ich nicht. Das Ding. Nein, danke. Da können wir eigentlich nur die Handschuhe gebrauchen, ne? Dann machen wir es mal eben fix. Bin ich ein bisschen mehr geschützt vielleicht. Dann sind wir zurück nach Devil's Crossing, damit wir die. Das Ding entfernen können. Soll sich ja auch lohnen, ne? So, hier, du da. Aus dem Ding gibst du mir, glaube ich, das Ding, die unheilige Schrift. Komponente, jo. So, das auf die Handschuhe. Ja, die. So, das da drauf. Und schon bin ich besser gepackt. Den Rest mal eben schnell verkaufen und dann kann ich auch schon wieder weiter. Geht er fix. Heiltränke habe ich noch genug. Für den Fall eines Falles. Partix-Kleber. Das weg. Der Rest hier müsste eigentlich jetzt hier alles Komponententeile sein. Da ist noch ein Ring. In der Tasche ist nix. Gut. Und dann bitte einmal aufräumen. Danke. So, Skelette beschwören und weiter geht's. Wir haben jetzt allerdings unten da in der Nekropole noch ein bisschen Raum zu erkunden. Das würde ich noch gerne tun. Und dann können wir dann immer noch gucken, hier und was und wo. Eingeschlossen. Ist auch noch was zum Lesen. Vielleicht einer, der nicht bereitwillig sein Blut gab. Oh, noch was Blaues. Erbärmliche Notwendigkeit. So, das wäre dann sowas. Nee, danke. Tschüss. So. Hallo. Ich habe ja schon den Ausgang gefunden. Jetzt kann ich noch mal ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Ist ja nicht verkehrt. Okay, der Erfahrungspunkt macht mich ein bisschen stärker. Irgendwann. So. Okay. Hier wieder schön durchbolzen. Trifft keinen Falschen hier, hallo. So, und da haben wir noch eine Ecke, die noch nicht erkundet.
Das geht ja nicht. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt den ganzen Weg wieder irgendwie nach oben. Einfach mal neue Skelette holen für... Oh, man weiß ja nie. Komme ich da irgendwie hin?